Moins und Palmarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen bei einem neuen Pred Review. Heute schauen wir uns ein wunderbares Gameplay von Doc Fenrir an. Und zwar spielt er den Howitzer auf der Midlane und er hat das Ganze aufgezeichnet auf einem Video und mir auf YouTube hochgeladen. Sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. An alle, die mir bisher Gameplays geschickt haben, die vor dem Grim-Update kamen. Ich kann leider die Replay-IDs nicht mehr gucken. Also wenn ich die suchen möchte, dann tauchen die nicht mehr auf. Ich schätze, das wird was mit dem Update zu tun haben. Also an alle, die bisher was geschickt haben und darauf warten, dass ich denen noch so ein Video mache. Schickt mir bitte neue IDs von dem aktuellen Patch, weil wie gesagt, die von dem alten Patch kann ich nicht mehr schauen. Und alle, die wirklich garantiert so ein Video von mir haben möchten, denen empfehle ich, Kanalmitglied zu werden. Da gibt es so einen Priority Pass und alle, die da Mitglied sind, die haben was heißt, die haben die Chance, die kriegen innerhalb einer Woche eben hier so ein Video für ihr Gameplay. Das könnt ihr einmal im Monat machen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Für all die, die mich unterstützen wollen, supporten wollen bei meinen Videos und die garantiert so ein Video von sich haben wollen. So, genug gelabert, jetzt gucken wir uns den Doc Fenrir an und diesmal keine Replay im Replay-Programm von Predecessor, sondern eben als Video und das ist auch ganz geil, weil jetzt sehe ich natürlich 100% die Sicht, die der gute Doc Fenrir auch hatte. Wir schauen erstmal an, gegen was für ein Team sind wir denn hier. Also wir haben ein gutes Team auf jeden Fall, Chimera im Jungle, Grux auf der Solo, er auf der Midlane und die Duo Lane mit Wraith und Bellica gegen Twin und FaZe mit Countess, also er wird gegen die Countess spielen. Und hier haben wir Seraph im Jungle und Offlane ist der Grux. Übrigens, falls ihr diesen Ladebildschirm seht, für alle, die es nicht wissen, der ist immer geordnet. Also der Midlaner ist immer auf der Mitte und der Gegner ist auch auf der Mitte, ne? Die stehen sich immer gegenüber. Also es ist immer Offlane, Jungler, Midlane, Carry Support. So ist es immer sortiert. Und da könnt ihr auch genau sehen, wer ist euer Gegner. Also wenn der Grux sich fragt, wer könnte der Offlaner sein, ist es Seraph, ist es Grux, dann sehen wir, aha, die sind sich gegenüber, also es ist Grux. So, genau. Grux gegen Grux, Mirror Match. Und jo, wir schauen einfach mal rein. So. Er wählt, also er ist PC-Spieler, so wie es aussieht. Weil das Game ist auf Deutsch bei PC. Es fragen mich auch immer viele Leute, ja, warum ist das auf dem PC auf Deutsch? Warum ist es auf Konsole auf Englisch? Weil die PC-Version schon auf Deutsch übersetzt wurde, aber die Übersetzung ist relativ scheiße, muss ich sagen. Und ja, also ich würde allen empfehlen, das Game auf Englisch zu lassen, weil auch die englischen Namen von den Items viel, viel besser sind. Und da kann man sich eben auch Builds im Internet angucken. Die meisten Ressourcen sind ja nun mal auf Englisch. Und deswegen würde ich euch empfehlen, lasst das Game auf Englisch und stellt es nicht auf Deutsch, weil die deutsche Übersetzung ist cringe. So, wir haben den Howitzer. Er fängt ganz normal an. Also bisher kann ich noch nichts sehen, was irgendwie falsch sein sollte. Und ich werde jetzt einfach mal so tun, als würde ich das spielen. Und ich kann jetzt von außen natürlich alles sehr, sehr gut beurteilen. Wir schauen da einfach mal easy peasy rein. Gut, die Minions spawnen, der Chimera fängt an seinem Red an, das ist auch in Ordnung. Und wir haben Grux gegen Grux natürlich auf der Lane, die Minions kommen. Jetzt muss man natürlich aufpassen gegen eine Countess, die kann einen ja natürlich immer anchargen mit ihrer Q, mit ihrem Teleport. Kann ein bisschen Schaden machen und dann rausgehen und als Howitzer kann man sich nicht so strong dagegen wehren. Deswegen würde ich gucken, dass man sie auf jeden Fall von Anfang an gut poken kann, ja. Das sieht doch schon mal top aus. Da merkt man, okay, der Dude, das ist kein Anfänger mehr. Der liebe Doc Fenrir, der ist kein Anfänger mehr. Der weiß schon, wie man das Game spielt. Das erkenne ich sofort. Er steht oben auf dem Podest, damit er von den Seiten nicht angegriffen werden kann. Gut, wenn sie ihn anspringen will, dann kann sie ihn anspringen. Okay. Na, er macht guten Auto-Attack-Damage, kriegt natürlich jetzt die Minions ab. Countess zieht die Minions zu sich. Oh, auch gut reagiert. Er hätte den Last Hit nicht bekommen. Und deswegen hat er seine Q benutzt, um den Last Hit zu securen. Sehr gut. Und er pusht die Minions in den Tower. Sehr gut, er macht ihr Schaden. Das ist auch ganz wichtig, dass man den Damage macht, während sie sich nicht dagegen wehren kann. Also sie hat keine Minions, die ihn jetzt angreifen können, weil er sie mit Auto-Attacks angreift. Oder mit Basic-Attacks. Ich will eigentlich Basics sagen. Okay, jetzt macht er hier ein bisschen die Minen auf die Gegner. Das passt doch schon mal ganz gut. Last Hit bekommen, hier warten, Last Hit bekommen, sehr gut. Er hätte jetzt an der Stelle, wenn die erste Wave auf der Midlane zerstört ist, die allererste Wave, ja, sobald die tot ist, dann solltet ihr hingehen
Und hier, guck mal, hier oben rechts auf der Map, da wo das White Camp ist, das ist das Two Camp, ja? Im Red Jungle, das rechte Camp. Da solltet ihr hier auf die Treppe einen Ward stellen. Warum? Weil der Jungler fängt normalerweise bei seinem Red Buff an. Ihr seht es ja hier beim Chimera, ne? Der fängt, würde hier beim Red Buff anfangen, würde rechts zu seinem Five Camp gehen. Genauso macht der gegnerische Jungler das hier oben. Das heißt, die Xerath macht ihren Red Buff, geht dann hier rüber zu ihrem Five Camp und dann hat sie die Entscheidung. Geht sie hier durch und macht einen Gank auf Level 2 und kann hier angreifen. Das würde hier jetzt aber nicht funktionieren, weil die Gegner sind nah an dem Tower. Das heißt, der Jungler würde nicht hier durchgehen. Er könnte hier in den River gehen und könnte dann durch den River angreifen oder durch den River auf die Lane gehen. Aber normalerweise würde das den Jungler nicht machen. Normalerweise würde der dann vom Five Camp, wenn er die hier nicht ganken kann, rüber zum Two Camp gehen. Also die Camps heißen so, weil hier stehen 5 Minions drin und hier stehen nur 2 Minions drin, 2 größere. Hier sind 5 kleine und hier 2 größere. Dann würde der hier das Two-Camp machen. Und wenn du hier den Ward platzierst, auf dieser Treppe, direkt neben dem Two-Camp, dann siehst du, wann der gegnerische Jungler da ist und kannst so besser einschätzen, wann du pushen kannst und wann nicht. So, okay. Schön die Granaten drauf. Da kommt ordentlicher Damage. Da wäre ich jetzt hinterhergegangen, weil, okay, wir gehen noch mal ein paar Sekunden zurück, Chat. Ich sag schon, Chat. Ihr YouTube-Kommentarmenschen, ihr seid auch der Chat, okay? Schaut euch das mal an. So. Sie dasht ihn an. Also es ist sehr angenehm, mit einem Video das zu gucken. Sie dasht ihn an. Er gibt ihr ordentlich Damage drauf. Jetzt kassiert sie nochmal von der Passiven. Und jetzt läuft er hier hinterher. So, und da hört er auf zu schießen. Er hätte, glaube ich, noch mindestens eine Auto-Attack mehr machen können. Und dann hätte er nach vorne gehen können und seinen Rechtsklick auf die Countess draufwerfen können. Und wahrscheinlich wäre sie, also es sind ja diese Minen, die dann auf dem Boden liegen, wahrscheinlich wäre sie dadurch gestorben. Wenn sie geflasht wäre, wäre ich wahrscheinlich hinterher geflasht und hätte den Kill mit einem Auto-Attack geholt. Ja, also der Kill wäre safe gewesen, aber vielleicht kriegt er sie ja, wenn sie jetzt nicht backt. Wir werden sehen. Gameplay ist leider nicht ganz so mega scharf, aber ich denke, man kann alles erkennen, würde ich sagen. So, jo, da die Rakete nochmal drauf. Jetzt muss er halt aufpassen, weil guck mal, du bist jetzt knapp bei 3 Minuten. Und was haben wir bei 3 Minuten? Die Rivers spawnen, ja? Also beide River Buffs spawnen jetzt immer zu der ungeraden Minutenzahl. Also bei 3 Minuten spawnt der erste, bei 5 Minuten dann wieder bei 7, bei 9, bei 11 und so weiter. Und jetzt wissen wir, entweder ist der gegnerische Jungler gerade zum Blue Buff auf die Seite gelaufen und ist an diesem Camp hier dran, oder er kommt runter und holt das Camp. Aber wenn er hier runterkommt und er sieht den Howitzer so weit vorne, dann würde der Jungler wahrscheinlich auf Level 3 jetzt den Howitzer angreifen, weil der ja schon im Nachteil ist, weil er weniger Leben hat. Und du hast beide Wards noch übrig, die müssten jetzt eigentlich, die hätten schon gestellt werden müssen. Ja, also das ist ein bisschen fahrlässig, hier weit nach vorne zu gehen, ohne jetzt aktuell einen Ward zu stellen. Und Countess, ich wäre jetzt auch schon misstrauisch, weil Countess müsste backen, sie backt aber nicht. Also würde ich davon ausgehen, sie hofft darauf, dass der Jungler jetzt angreift und sie ihn baiten will, dass er auf der Lane bleibt. So, wir gucken mal, was abgeht. Sie greift nochmal an, jetzt noch einmal die Q. Und noch, jo, da kommt der Flash, sehr gut. Oh, er hat zwei, jetzt muss er straight back gehen, er muss wirklich straight back, weil, und einen Heiltrank auf jeden Fall reinhauen, weil wenn jetzt die gegnerische Xerath kommt, die wird er nicht mehr los. Lazy back. Ich weiß nicht, wo die gegnerische Xerath ist. Ich habe sie bisher noch nicht gesehen. Aber der Zeit nach zu urteilen, müsste die schon in ihrem Blutjungle sein. Gut geshoppt. Also den Lazyback, der war relativ fahrlässig. Ich weiß nicht, ob er da mehr weiß als ich, ob er sie irgendwo gesehen hat, die Xerath. Aber ich habe sie nicht gesehen und ich wäre zu 1000% davon ausgegangen, dass sie jetzt noch ganken kommt und mich versucht zu killen. Countess hat es nicht so gut gemacht. Die ist halt mit ganz, ganz wenig Leben immer noch im Fight geblieben. Warum auch immer. Er sieht, dass da jetzt ein Green Buff ist, aber holt ihn nicht. Verstehe ich nicht, warum. Er hat sogar ein Ward dahingestellt. Und lässt einfach den River Buff da stehen. Jetzt kriegt sie natürlich... Oh, schön gemacht. Leider keinen Schuss vom Tower kassiert. Da kommen die Last Hits. Ja, schade. Last Hit verkackt und Countess auch nicht getroffen. So. Sehr gut. Kriegt ein bisschen Damage. Ja, er musste schon seine Pots fressen. Hopp. Und Rakete, Rakete, Rakete. Jawoll, gut, nice. So, der linke River Buff ist weg. Warum kann ich das jetzt sehen, dass der linke River Buff weg ist? Ah, weil, okay, Chimera hat ihn geholt.
Emera hat da den anderen Riverbuff geholt. Passt schon. Aber der rechte ist immer noch da. Den hat er bisher nicht auf dem Schirm, obwohl er immer noch da ist. Gut, er will jetzt die Minions auf der Lane hier nicht verpassen. Schöne Rakete. Ich würde eine Attacke leveln und jetzt... Ah, warum macht sie das? Okay. Easy, easy. Er hat sie einfach runtergeprügelt. Ich schätze, er wollte warten, ob sie ihn vielleicht anspringt. Und er immer noch seine E ready hat, um sich wegzuschmeißen, wenn es geht. Er hat sie gekillt. Ich wäre wahrscheinlich erstmal zum Riverbuff gegangen und hätte dann geguckt, ob ich vielleicht rechts ganken kann. Aber er macht eine sehr, sehr gute Entscheidung hier und geht jetzt auf die linke Lane. Da ist halt der Jungler. Das Problem ist, warum ich wahrscheinlich nicht zur linken Lane gegangen bin oder wäre, weil die sind relativ low und laufen gerade weg. So, einer ist jetzt schon tot. Ich meine, die sind jetzt auch gleich 3 gegen 3, weil der Chimera auch da ist. Aber nichtsdestotrotz wüsste ich jetzt nicht, ob das so ein mega guter Gank ist. Auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass sie sehr weit vorne sind. Ich hoffe, dass sie jetzt hier keinen Ward haben. Chimera geht rein. Aber ich glaube, selbst wenn sie hier einen Ward gehabt hätten, könnten sie eh nicht raus. Ja, sehr gut. Schön. Und noch ein Schuss. Lol, wo ist sie denn hingeflogen? Okay, sehr gute Auto-Tags. Sehr, sehr gut. Das war Fail von Cerith, dass sie einfach daneben geflogen ist. Er hat nix groß ready. Trifft noch eine Rakete. Jetzt würde ich aber zurückgehen, weil dein Team folgt dir nicht. Okay, da kriegst du ordentlich aufs Maul. Gut, die Riverbuffs sind ab. Der Twin Blast verfolgt ihn. Und da ist Countess, da darfst du nicht langlaufen. Countess pennt. Countess schläft. Oh, da würde ich auf keinen Fall hin. Au, au, au. Also, man merkt, die Countess ist definitiv eine Anfängerin. Sie hätte sehen müssen, dass er das Twin Blast den Howitzer gechased hat. Und dann hätte sie in den Jungle turnen müssen und hier links zu der Shadow Wall gehen müssen. Hat sie leider komplett verpennt. Ich weiß nicht warum, ob sie die Minimap ausgeschaltet hat oder den kompletten Monitor. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätte sie ihn anspringen müssen. Einen Rechtsklick, eine E. Er hat ja auch kein Flash mehr ready, weil er den vorhin benutzt hat. Und Countess hätte einen sicheren Kill gehabt. Howitzer hat an der Stelle einfach sehr, sehr viel Glück gehabt, meiner Meinung nach. So, jetzt muss er, ich würde mein letztes Mana auf jeden Fall aufwenden, um hier die Minions zu clearen und in die großen Minions da reinzuschießen. Ich weiß nicht, warum er das nicht macht. Vielleicht will er sein letztes Mana behalten, um die Mine zu machen. Ja, okay, aber sie wird zurückporten. Jo, ist zurückgeportet. Ist aber fast komplett gestorben dabei. Und wenn er... Oh ja, ja, sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Jawohl, ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt Level 6 erreicht, kriegt er sogar noch den Kill. Und in dem Moment hat er Level 6 bekommen. Also Countess hat nicht darauf geachtet, welches Level er ist, ob er vielleicht noch die Ultimate bekommen könnte. Weil wir wissen, wenn du die Ultimate bekommst, kannst du sie direkt einsetzen und hast ja keinen Cooldown drauf. Und er hat natürlich genug Mana, um das einzusetzen. So, Cerith ist auf der Midlane, deshalb würde ich die Riverbuffs jetzt auch nicht contesten. So, sehr gut. Das ist gut gelaufen. Er baut Combustion als erstes Item, was auch toll ist. Sehr, sehr gut zu bauendes Item, vor allem auf Howitzer, weil er so einen guten Long-Range-Poke hat und Combustion macht alle paar Sekunden, wird die nächste Ability verstärkt und macht extra Damage. Und genau, dann kannst du halt immer alle paar Sekunden eine Rakete auf den Gegner draufknallen und er kriegt dann eben extra Schaden. Was cool ist. Jetzt würde ich da ein Ward hinstellen. Und er holt den Riverbuff wieder nicht. Ich verstehe nicht, warum er die Riverbuffs nicht holt. Ihr müsst verstehen, so ein Riverbuff, der gibt euch einen Vorteil im Kampf. Und das hält ja nicht nur 10 Sekunden, sondern 1-2 Minuten. Je nachdem, ob man Raptor halt hat oder nicht. Und selbst wenn das nur ein Orange-Buff gewesen wäre, würde das ja den Attack-Speed verbessern. Und das darf man nicht unterschätzen, der Attack-Speed wird dann wirklich signifikant höher. Und da Howitzer ja auch sehr gerne Auto-Attacks macht, seine Passive basiert ja auch auf Auto-Attacks, alle paar Sekunden wird quasi ein Angriff verstärkt, würde ich da das auf jeden Fall nicht stehen lassen, weil du willst auch nicht, dass der Gegner diesen Buff bekommt. Was ist, wenn jetzt als nächstes, wenn jetzt Cerith hier am Two-Camp war und die holt sich gleich diesen Auto-Attack-Buff und geht dich dann ganken? Den rechten hat jetzt Chimera geholt, also daran musst du auf jeden Fall noch arbeiten, die River-Buffs zu contesten. Sehr gut, wieder schön den Gegner in den Tower geschleudert. Howitzer, für mich einer der besten Midlaner. Sehr gut. Auch das war super. Achtet mal drauf. Sorry, achtet mal drauf. Warte mal. Wenn ihr jetzt, guck mal, jetzt sehen wir das. Er macht die Minions kaputt. Der springt sie. Und jetzt achtet mal drauf. Der Howitzer schießt jetzt seine Rakete. Und die Countess steht in den Minions. Und er schießt seine Rakete auf Countess und die Minions gleichzeitig. Und das ist ein Geniestreich, weil wenn es in einen Fight geht, dann möchtest du so wenig gegnerische Minions
dort haben wie nur irgend möglich. Und wenn du deine Attacken triffst, dann willst du gleichzeitig dem Gegner Schaden machen, weil du willst deinen Mana ja nicht ausgeben, nur um Minions kaputt zu machen, sondern du willst eigentlich deinen Mana ausgeben, um den Gegner low zu machen, damit er dich nicht fighten kann. Wenn du aber mit dem gleich viel ausgegebenen Mana, mit diesen 90 Mana, die du für die Rakete bezahlst, Minions wegmachen kannst und dem Gegner Schaden machen kannst, dass du mehr Minions im Kampf hast als er und gleichzeitig den Poke triffst, ist das natürlich ein Geniestreich und bringt dir sehr, sehr viel ja, positives Outcome in deinen Fights auf der Lane. Das muss man auf jeden Fall so sehen. Weil guck mal, jetzt sind die zwei Minions sehr, sehr low. Die könnte man jetzt theoretisch noch wegmachen. Klar, du würdest eine Auto-Attack oder zwei für den Minions aufwerten, aber wenn dann dafür du weniger Schaden bekommst in dem Fight, kann man das auf jeden Fall machen. Ich würde keine weitere Attacke auf die Minions machen. Also du willst jetzt sämtliches Mana, sämtliche Cooldowns auf Countess anwenden und nicht mehr für Minions. Aber ein oder zwei Autotex, würde ich sagen, ist da schon noch okay. Erstens kriegst du das Gold, zweitens machen die Minions dir keinen Schaden, während du kämpfst. Genau, und das war's. Jo. So. Aber normalerweise müsste sie tot sein. Sie dürfte. Okay, sie hat einen Flash noch, weil sie den Flash vorhin nicht eingesetzt hat. Chimera ist hinterher. Hat sie gekillt? Wahrscheinlich hat er noch einen Red Buff gehabt, der Chimera. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie Damage over Time bekommen. So wie das aussah. Jo. Weiter geht's. Also, Countess definitiv overextended. Hat wahrscheinlich auch kein Wort gestellt. Und war eben sehr weit raus aus ihrem Tower. Und Countess ist ein bisschen unmobil, würde ich schon fast sagen, weil sie eben nur wie Chimera in den Kampf rein kann und eben nicht mehr so gut raus. Ja, sie kann nur rausgehen, so wirklich. Ansonsten kommt sie nur zum Gegner hin, aber nicht mehr so wirklich vom Gegner weg. Und das ist eben eine sehr gravierende Schwachstelle von einer Countess. So, deswegen finde ich Countess auch im Jungle ein bisschen besser, weil da will sie ja eigentlich nicht flüchten vor irgendwas, sondern sie will eigentlich selber bestimmen, wann sie ganken geht und wen sie ganken geht. Und sie profitiert natürlich auch von Takedowns mit ihrer Passiven, weil sie dann eben mehr Lifesteal bekommt und dadurch kann sie sehr gut snowballen und dann auch länger im Kampf bleiben. Und das spielt ihr natürlich in die Karten. Er macht das sehr, sehr gut. Er pokt sie immer weiter mit der Rakete. Zack, zack, zack. Sie muss wieder durch den Rechtsklick durchlaufen. Kassiert Damage. So, er hat links den Ward stehen. Ja, ein bisschen verkackt. Sehr gut. Da, bleib im Rhythmus. Nicht einfach draufschießen. Guck mal, das würde ich auf keinen Fall machen. Er schießt jetzt einfach kopflos auf die Minions, anstatt einfach mal kurz zu warten. Guck mal, er macht Schuss. So, und jetzt will er den nächsten Schuss machen und kriegt nicht, weil die Minions das Minion schneller töten. Und jetzt ballert er einfach weiter und wieder dasselbe. Er hat kurz vorher draufgeschossen, das Minion wird rot. Er könnte es last-hitten, aber ist jetzt wieder zu langsam, um das zu last-hitten. Und es waren jetzt halt schon wieder. Okay, er hat es jetzt mit der Rakete ausgeglichen gerade so. So, jetzt den linken. Jetzt wartet er wieder. Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt hat er wieder kurz gewartet und ist wieder im Rhythmus und kann dann immer weiter die Minions töten. Also, das ist halt so ein Ding, wenn ihr überlegt, das macht ihr bei drei Minions, wo ihr nicht den Last Hit bekommt. Das sind dann, keine Ahnung, 78 Gold oder sowas, sind fast 100 Gold. Nur weil ihr 0,2 Sekunden nicht warten wolltet, um nochmal zu schießen. Sind das, und das könnten halt dann die 70 Gold sein, die euch fehlen, wenn ihr back in die Base geht. Und wenn ihr das über euer komplettes Match drüber macht, dann könnte das ja vielleicht ein T1, T2 Item sein, was ihr dann früher hättet und hättet dann einen Vorteil. Und wenn ihr das über all eure Matches streckt, wo ihr immer dieses Gold nicht bekommt, dann kann das natürlich ein paar Elo-Punkte ausmachen. Das kann natürlich dann auf die Matches gesehen das ein oder andere Lose-Match geben und ja, das spiegelt sich dann in eurer Winrate wieder, wenn ihr eben genug Matches macht. Bei drei Matches oder so wird das kein Problem sein, aber wenn es 500 Matches sind und jedes Mal verkackt ihr sowas, dann macht das natürlich ein bisschen was in der Winrate aus, ja, und dann climbt ihr eben nicht so schnell wie andere Leute. So, okay, er gibt da ein bisschen Druck, da jetzt schon wieder, er hat wieder nicht gewartet, den beim letzten Schuss immer warten. Okay, den linken auch nicht bekommen, den bekommt er, gerade so, okay. Und den linken auch nicht bekommen. Siehst du, das waren jetzt insgesamt 150, keine Ahnung, bis zu 200 Gold an Minions, an Last Hits, die er da jetzt nicht bekommen hat. Nur weil er konstant ballert und eben nicht mal kurz aufhört zu schießen, wartet, bis sie rot sind und sie dann finisht, ja? Weil das, wie gesagt, das fehlt ihm jetzt an Gold. Das ist schon fast ein T1-Item, was er damit verloren hat. So, die River-Buffs sind wieder ab, Kollege. Minute 9, er kann sich den rechten River-Buff holen. Jo, das ist auch ein Purple. Sehr, sehr gut. Er geht jetzt links ganken, was auch die Top-Entscheidung ist. Warum ist das eine Top-Entscheidung? Er hat in der Mitte den Tower bekommen. Countess muss den T2 deffen. Die muss jetzt hier, die ist ganz weit weg. So, die gegnerischen
Duo-Laner sind ganz weit vorne zum T1 gepusht. Der Jungler ist auch da. Das heißt, die haben jetzt eine Überzahlsituation von 4 zu 2. Sollte Seraph nicht kommen, dann sollte das ein easy Kill sein. Er ist full life, full Mana und hat Ultimate ready. Das bedeutet, der Twinblast ist auf definitiv tot. Da ist die Seraph. Okay, schade. Ich würde mich auf Faze konzentrieren, aber die haben sich auf jeden Fall schon gekillt. Jetzt würde ich keine Zeit verlieren, sondern die Minions in den Tower pushen, so wie, wie sie das gerade machen. Und jetzt entweder den Tower holen oder sofort zum Raptor gehen. Ich glaube, die Wave kann man auf jeden Fall mitnehmen. Meines Erachtens nach ist der Raptor wichtiger als der Tower. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt auch den Tower erst pushen, weil Chimera kann schon mal anfangen, den Raptor zu machen. Seraph geht in ihren Jungle, die hat da nichts mehr zu verteidigen. Und die bekommen alle schön das Gold. Sehr gut. So, die Wave noch mit wegmachen. Da ist die Countess, die rotiert zur Mitte. Oder von der Mitte dahin. Grux ist da. Aufpassen. Hm, da hätte ich schon mal eine Rakete reingehauen. Die Duo-Lane ist wieder da. Aufpassen. Jo, jetzt hat er ein Problem. Gut, hat sich gut weggeschossen. Grux geht rein, wird jetzt pullen. Zieht beide. Sehr gut, er kann rauslaufen. Wo ist die Rakete? Da ist eine Rakete. Nicht gut, nicht gut. Da kommt die defensive Ultimate. Was natürlich schade ist, eine Ultimate defensiv einzusetzen. Okay, da ist sehr, sehr viel schiefgegangen in dieser Situation. Deswegen würde ich sagen, wir gehen das Ganze nochmal, weil das halt eine Schlüsselsituation ist. Wir gehen das Ganze mal auf 0,5 Geschwindigkeit durch, okay? Wir gucken es mal in der halben Geschwindigkeit an. Also, was ist das Problem? Hier hätte er ihn poken können mit der Rakete. Hat er schon mal nicht gemacht. Okay, jetzt hat er nicht mitbekommen, dass die Duo-Lane ihn hier angreift. So, die Duo-Lane geht drauf. Hier müsste er jetzt erst. Also, warum er hier keine Rakete schießt, vielleicht will er nicht stehen bleiben oder so, aber ich würde auch so viel Damage machen, wie es nur irgendwie möglich ist. Er geht jetzt um, überlegt, ob er blinken kann, sieht aber seine Mates. Geht raus, warte, wir machen es nochmal ein bisschen langsamer, weil so schnell kann ich nicht reden. So. Okay. Also, er ballert da drauf. Wir machen mal den Sound gerade stumm. Jetzt kommt Grux hier. Moment. So. Also, Countess geht rein. So, hier waren wir stehen geblieben. So. Er geht raus. Er könnte blinken. Jetzt ist Countess hier vorne, wird aber genockt von der Bellica. Er sieht seine Mates. Denkt, yo, ach du Scheiße, ich gehe raus mit meiner Mine. Erstmal alles so weit, so gut. Aber er hat immer noch nicht ein einziges Mal seine Rakete geschossen, was seine Haupt-Damage-Ability ist. Jetzt schießt er Auto-Attacks auf den Grux. Er weiß, dass er jetzt gepullt wird. Fliegt aber, also ich hätte da wahrscheinlich schon die Ulti gemacht, weil ich weiß, ich bin in der Range vom Grux und weiß, dass ich da jetzt gepullt werde und ich will das eigentlich nicht. Deswegen wäre ich wahrscheinlich hier an der Stelle schon mit meiner Ultimate raus, damit ich nicht gepullt werde. Gut, aber hat er jetzt nicht gemacht. Er geht jetzt hier drauf. Okay. Grux lässt locker, will auf die Bellica draufgehen. So, jetzt schießt er seine Rakete dahin. Sein Wraith wird voll fokussiert. Wir gucken weiter. Jetzt hat er ein großes Problem. Seine Bellica steht hinter ihm. So, jetzt nimmt er seine Ultimate, weil er die sehr, sehr defensiv einsetzen muss. Und da stehen alle vier. Er geht auf den Grux drauf, leider auf den Tank so ein bisschen. Aber er ist halt auch am lowsten gewesen. Also am besten wäre es eigentlich, wenn er die komplette Ulti auf den Twinblast gerotzt hätte. Weil er hätte ja eigentlich sehen müssen, dass Chimera auch ins Game reinkommt von der Seite, ja. Den hatten wir ja schon vor dem Gank gesehen, dass Chimera eigentlich da ist. Jetzt könnte er hier, während er noch aus der Luft fällt, in der Luft noch seine Q einsetzen, um in der Luft stehen bleiben zu können. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber hat er jetzt nicht gemacht, ist auch nicht so tragisch. Okay, er schießt drauf, da kommt die Rakete, die fliegt ein bisschen daneben. Da muss man halt aufpassen, weil die Rakete hat eine Travel Time, die fliegt ja durch die Gegend. Und da muss man halt gucken, dass man nicht hinter den Gegner schießt, wenn der aus der Rakete rausläuft. Deswegen ist die Rakete leider da hinten eingeschlagen und hat nicht getroffen. Jetzt geht Countess in den Tower rein, weil die unbedingt die Bellica haben will, die sehr, sehr low ist. Sie wird aber sterben, gehe ich mal von aus. Noch eine Attacke, kann sie noch eine E machen? Okay, sie hat sie noch bekommen, aber wird dabei auch sterben. Oh, jo, da trifft die Auto-Attack. Okay, ich glaube, wir können wieder in normaler Geschwindigkeit gucken. Okay, also da ist wieder sehr, sehr viel passiert an der Stelle. So, Chimera, da würde ich nicht mehr reingehen, weil da ist eine Full-Life-Seraph. Ja, jetzt muss er natürlich rausflashen. Warum Chimera da nochmal reingegangen ist in vier Leute, ist mir schleierhaft. Aber dafür hat er mit seinem Blink bezahlt, was ein teurer Preis ist, meiner Meinung nach. Schieß bitte Raketen, also er pokt mit seiner Rakete nicht. Das verstehe ich nicht, warum er das nicht tut. Wofür spart er seine Rakete auf? Warum spart er damit?
Normalerweise müsst ihr die auf Cooldown raushauen. Er muss die, weil Howitzer besteht, also Howitzers Kit besteht eigentlich zum größten Teils aus dieser Long-Range-Poke-Rakete. Und das ist auch seine größte Stärke, dass er eben aus sicherer Entfernung den Gegnern Schaden machen kann, ohne dass die etwas dagegen tun können. Insofern er natürlich trifft. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Aber nichtsdestotrotz müsste er auf Cooldown die ganze Zeit die Rakete schießen, weil das sind vielleicht 2 bis 3 Raketen, die die Gegner fressen, bevor es zum Fight geht. Und dann sinkt natürlich auch die Bereitschaft der Gegner, in einen Fight reinzugehen. Ja? Also ich würde da wirklich die ganze Zeit drauf schießen, wie es geht. Oder auch jetzt auf die Minions. Jetzt schießt er die Rakete, lässt sich pullen. Okay. Rakete gelevelt. Ja, also da musst du wirklich dran arbeiten, dass du, weil du bist immer noch halbes Mana und portest jetzt mit halbem Mana back. Du hättest jetzt auch mit 25% Mana backporten können oder sowas. Von daher wäre das eine coole Sache gewesen. So. Er geht auf die Wraith Leggings. Mal gucken, was er baut. Wraith Leggings. Okay, er tappt raus und guckt erstmal nach dem Bild. Erstmal reinschauen, was für ein Bild kann man bauen. Und mit der City, okay, Wraith Leggings, passt. Okay. Wraith Leggings, auf jeden Fall auch ein gutes Item. Das passt gut zu Howitzers Ultimate. Weil, wenn die Gegner weniger Leben haben, dann macht die Ultimate oder macht er insgesamt 15% mehr magischen Schaden. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache, um ja, mit seiner Rakete oder seiner Ultimate Leute zu finishen. So, er kann in der Mitte nicht so wirklich farmen, weil die Minions bei Countess sind. Jetzt hier eine Rakete drauf. Sehr gut, krass. Jetzt muss er, da würde ich rausflashen. Ich wäre schon rausgeflasht. Aber er geht drauf. Okay, sehr krasser Damage. Er sieht nichts mehr, egal. Und jetzt kann er gleich noch die Ulti erwischen. Rakete, scheiße. Ultimate. Ah, ja, ja. Oh, wie ärgerlich, Alter. Okay, was hätte er da machen können? Also im Prinzip, ich wäre hier wahrscheinlich rausgeflasht. Er war aber confident. Also, weil ich habe jetzt hier gesehen, seine Bellica würde da hinten kommen. Er haut aber ordentlichen Damage raus, weil er eben schon ordentlich Kills hat. Und der Twin Blast hält gar nichts aus. Also den hat er da rausgequieselt. So, und die Face kann sich alleine eigentlich nicht mehr wehren. So, was hätte ich jetzt hier gemacht? Ich hätte jetzt hier... Okay, hätte er die Rakete getroffen, hätte er sie bekommen. Ich hätte jetzt hier auch die Rakete geschossen, wie er. Und hätte jetzt geultet, aber ich hätte wahrscheinlich probiert... Ich weiß nicht, ob das geht, ob man mit Attacken... Ich glaube, das kann man nicht mit Attacken auslösen. So. Und jetzt hätte ich hier in der Luft schon die Q geladen gehalten. Er hat jetzt seinen Rechtsklick gedrückt. Ich hätte die hier geladen gehalten, weil dann kannst du in der Luft nochmal stehen bleiben und zielen. Hätte wirklich gezielt... Und hätte probiert, sie abzuschießen, weil er hätte sie safe bekommen. Er hätte einfach nur irgendwo hier hinschießen müssen, die wäre auf jeden Fall gestorben. Oder er hätte da auch die Rakete nochmal hochschießen können. Wäre auf jeden Fall beides funktioniert. Er hat jetzt einen Flash. Sehr riskant, da hochzugehen, weil wir sehen, da ist Sereth. Sehr, sehr riskant. Ich würde nicht flashen. Boah, krass, er kriegt sie noch tot. Alter Schwede, er kriegt sie noch tot. Masterplay. What? Die sind ja komplett gestorben. Aber ja, okay. Also, Lazy Back. Aber gut, Twin Blast kann nicht wirklich rotieren, weil er gepusht wird. Nice. Also, sehr gut gespielt. Du hast zwar die Face nicht mehr bekommen, aber dafür die Sereth aus dem Leben gebimst. Also, die hat ja gar keine Chance gehabt. Und deswegen, liebe Leute, war es auch so, dass ich Howitzer mit zu den besten Midladern gezählt habe. In meiner Tierliste, falls ihr die nicht gesehen habt, für die letzte Version. In meiner Tierliste habe ich Howitzer als einen der besten Midlaner reingenommen, weil der ist einfach krass. Er haut ordentlichen Damage raus. Er ist sehr mobil mit seiner Mine. Er kann in der Luft stehen bleiben. Er kann mit seiner Ulti rumfliegen. Er hat einen Long-Range-Poke. Er macht Damage. Das Einzige, was er ein Problem mit hat, sind halt Stunts. Aber das trifft gefühlt auf 80% aller Helden zu. Okay, er hat einen Phoenix gezündet. Jetzt muss Howitzer unbedingt da in den Fight reingehen. Rakete. Und der muss eigentlich kämpfen, der Chimera. Er läuft vor ihm weg, der Chimera. Okay, der Chimera läuft vor ihm weg, anstatt dass er einfach fightet. Oh, da hätte ich natürlich sagen können, dass er... Okay, er flasht drüber. Sie hat keinen Flash, sie hat keinen Flash. Also hätte ich natürlich sagen können, dass... ja, das war einfach Chimeras Schuld. Er ist weggelaufen.
Das ist auch so ein Learning, das sage ich jedes Mal, das sehe ich auch, ist einer der häufigsten Fehler, die ich in Pred sehe, dass wenn du angegriffen wirst, du von deinen Mates wegläufst. Und ich frage mich, was hatte der Chimera vor, wo er hinläuft? Die waren hier auf der Lane und anstatt dass er zum Tower zu den eigenen Minions läuft, läuft er quer durch den Jungle. Also was soll passieren? Was ist sein Ziel in seinem Kopf, wo er hinläuft? Er kann ja nicht schneller laufen als der gegnerische Grux. Also was bringt es generell wegzulaufen? Wenn, dann laufe ich doch so lange weg, bis ich einen sicheren Hafen erreiche, wo ich keinen Schaden mehr nehmen kann. Zum Beispiel ein Tower oder meine Mates. Aber stattdessen, dass ob er zu seinen Towern oder zu seinen Mates läuft, läuft er von seinem Tower und von seinen Mates und von seinen Minions weg, um wohin zu kommen. Also ich weiß nicht, ob die Leute nicht nachdenken oder was ist deren Problem. Warum läuft er? Warum hat er sich nicht einfach umgedreht und hat zwei Schläge auf den gegnerischen... Oh, krass. Da würde ich flashen. Da wäre ich jetzt geflasht. Das war ein Autotech. Oh, lol. Und sie bleibt noch da. Ah, jetzt ist Countess da. Oh, leider nicht getroffen. Da würde ich jetzt flashen. Okay. Warum? Okay. Also ich finde es krass. Einerseits spielt Doc Fenrir wirklich wie ein Pro. Er spielt sehr gut Howitzer. Aber so grundlegende Dinge sind manchmal so... Also er hätte einfach flashen können. Er hätte einfach überlebt. Also... Weiß ich nicht, warum er das jetzt nicht gemacht hat. Leider ging die Rakete daneben, aber Gott, sowas passiert, da brauche ich jetzt keinen Tipp geben. Trifft eine Rakete, weil das weiß er selber. Das hat er vorgehabt, aber leider war die Wand ein bisschen zu weit im Bild. Aber nichtsdestotrotz, ganz cool. Also ich würd ein bisschen aggressiver spielen an manchen Stellen, wenn ich ehrlich bin. Doc Fenrir, wir können ja mal nachgucken, was er für eine Elo hat. Ich guck mal nebenbei in einem anderen Tab nach, auf welcher Elo er so spielt. Omeda.city. Doc Fenrir. Er ist ja definitiv PC-Spieler. So, er ist Rang 5056 aktuell. Streamt auch auf Twitch. Sehr cool. Lasst ihm mal ein Follow da. Doc Fenrir ist sein Twitch-Name. Und er hat 1469 MMR und ist damit Platin 2. Also das hier ist Platin 2 Gameplay. Seine meistgespielter... Guck mal, die letzten drei Monate ist sein meistgespielter Held... Rictor. Und Howitzer nur 5 Mal, aber hat alle 5 Runden gewonnen. Okay. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Er muss... Ich würde in den Tower flashen. Okay, er bewegt sich irgendwie nicht. Okay, was war da denn los? Wir schalten mal rein ins live ins Geschehen. Moment. War er so lange gestunt oder was war da los? So. Okay, YouTube lädt doch jetzt. So, also warte. Okay. Er war hier an der Stelle, hat einfach gelastet. Jetzt sieht er auf einmal 3 Leute aufpoppen. Was ich jetzt machen würde, wenn ich 3 Leute gleichzeitig sehe, mich umdrehen und rausflashen. Oder sofort Ulti zünden. Aber jetzt hängt er fest, er ist gerootet. Er wollte vielleicht abheben, aber konnte nicht, weil er gerootet ist. Jetzt wurde er nochmal gestunt und keine Ahnung was. Jetzt hat er sich mit der Mine rausgedrückt und flasht. Okay, hier ist er sofort geflasht. Jetzt einen Pot rein am besten und den Tower fallen lassen. Ich weiß nicht, ob er den bekommen würde. Okay, Bellica ist auch noch da. Ich würde aus dem... Ah, es war nur ein Minion. Okay. Okay, hinter den Turm stellen. Sehr gut. Vielleicht hat er noch Zeit. Sehr, ist schön. Guck mal, wie viel... Er hat mit einer Rakete sie fast... Also fast Half-Life gemacht, keine Ahnung. 45% oder sowas. Und er spart seine Rakete aber so lange. Wenn er die allen dauernd schießen würde, wird er die Leute so fertig machen. Und jetzt würde ich rein ulten. Boah, kranke Ulti. Holy shit. Gelöscht. Chimera kriegt den schon, Chimera kriegt den schon. Geh einfach raus. Und Rakete. Q, 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 Q. Jawoll. Siehste, sehr gut. Und jetzt auf jeden Fall an den Raptor. Ihr müsst an den Raptor gehen, nicht mehr so lange da rummachen. Trank rein. Okay, Chimera geht an den Raptor. Ich würde den sofort machen. Die pushen jetzt hier den T2, aber die haben einen Gegner, der... Okay, sie können auch splitten. Okay, Grux und Chimera machen den Raptor und die pushen in der Zeit den T2. Ist auch völlig legitim, vielleicht sogar die bessere Entscheidung. Weil die... Vor allem wenn Grux dem Chimera hilft, sollte das relativ easy sein. Und es sind ja noch 3 Leute da, die den Tower pushen können. Bellica ein bisschen weit vorne, dafür, dass sie eigentlich kein Tank ist. Schade, die Rakete ging nicht so weit und sie haben jetzt noch den Flash bekommen. Von der guten Bellica. Top, top, top. So.
Weiter geht's mit dem Midlane-Geplänkel. Hauza müsste auf jeden Fall mal weggehen. Ich meine, er hat durch seine zwei Pots relativ viel Mana noch bekommen. Okay, wirft ein paar Minen auf den Boden. Da hinten ist jetzt jemand drin. Der Grux ist drin. Kriegt wahrscheinlich die Face noch. Die hat noch eine Heilung rausgehauen. Hat noch Damage bekommen von Wraith. Sehr gut. Und Grux holt sich da den Kill. Oh, das hat ordentlich gesessen. Jetzt kommt Seraph rein. Wenn sie ihn anspringt. Oh, von hinten kommt Grux. Schade, er hat die Rakete gemacht. Er hätte ein bisschen warten müssen. Jetzt muss er raus, raus, raus. Mine hinter sich gelegt. Grux ist noch da, der andere aber auch. Da kämpft Grux gegen Countess. Der muss laufen. Er kann Minen hinter sich legen. Okay, der ist geslowt. Und jetzt muss der Chimera ihm helfen. Ah, sehr gut. Er will auf jeden Fall aus dem Kampf rausgehen. Sie fliegen beide nach hinten. Oh, er ist drüber gekommen und der Chimera leider nicht. Aber der gegnerische Grux geht hinterher, zündet noch seine Icehorns, damit er Movement Speed bekommt. Catcht ihn noch und damit ist der Howitzer in Sicherheit. Er baut Epoch und kauft sich da ein paar Items. Sehr gut. Okay, Grux ist immer noch im Fight. Versucht rauszukommen. Sie können versuchen, ihm zu helfen. Er steht 12-1. Holy shit. Also er muss so viel Damage drücken. Vor allem mit seinen Wraith Leggings und Combustion kann er die Leute so schnell finishen. Wenn die wenig Leben haben, dann sind die sowas von schnell tot. Nice. Boah, schön. Schöne Rakete. Mehrere Leute gleichzeitig getroffen. Da muss er raus, weil von links kommt jemand. Mit der Mine raus. Jetzt würde ich... Ja, sehr gut. Jetzt ulten. Schön rein. Jawohl, jawohl, jawohl. Oh, den Grux kriegt er noch. Nein, er wurde rausgepult. Aber gut, dafür ist ein Face da. Wenn sie das nicht könnte, dann ist Face fehl am Platz. Aber der Wraith sollte ihn bekommen, trotz des Flashes. Boah, mit einem Schuss die Face fast gekillt. Gut, er hätte da auch Stasis zünden können und dann die Minions oder Wraith den Rest machen lassen. Aber hat er nicht gebraucht. Jetzt einen Heiltrank würde ich reinmachen. Sehr gut, da ist der Heiltrank. Und die kriegen die Gegner noch. Also die Runde ist eine komplette Zerstörung. Das ist einfach nur noch ein Wreckfest, liebe Leute. Ich glaube, das sollte relativ schnell gemacht sein. Ich würde den Innen pushen, weil nur Seraph ist da aktuell. Leider nur noch ein Minion, gar kein Minion mehr. Gar kein Peps mehr. Jetzt noch ein Minion da. Achtung, Achtung. Oh, jetzt hat er einen Tower-Schuss gefressen. Ich würd kompletten Damage auf den Tower konzentrieren gerade. Sie wird gepullt. Rakete drauf. Okay, Rakete. War zu langsam. Wäre nicht nötig gewesen. Countess auch wieder fast Half-Life. Jetzt haben sie wieder keine Minions mehr. Aber der tankt noch ein bisschen. Okay, die Minions sind raus. Er muss jetzt weg. Er muss jetzt da weg. Stasis zünden. Okay. Okay, er hätte weggemusst oder Stase zünden. Und ein Schuss auf den Inhib wäre genug gewesen und sie hätten den Inhib gehabt. Da sehe ich den Fail ein bisschen vom Team, dass da eben nicht der eine Schuss auf den Inhib gemacht wurde, als die Minions da waren, sondern alle sind quasi rausgegangen und haben versucht, gegen Seraph zu kämpfen. Weil sonst hätten sie den Inhib dort gemacht und sie haben dann overextended. Ich hätte den Inhib gemacht, kompletten Damage-Fokus auf den Inhib drauf und dann eben... Ja... zurück und vielleicht sogar den Prime noch machen. Aber ich finde, meiner Meinung nach ist ein Inhib wichtiger als ein Prime. Weil wenn man den Inhib hat, kann man den Prime normalerweise danach ganz easy selber machen. Weil die eine Lane pusht halt ganz automatisch gegen die. Jetzt ist es so, dass die wahrscheinlich jetzt gerade den Mid-Tower holen würden. Und die Gegner werden den Prime angehen vielleicht. Weil die wissen, das blaue Team muss backen. Ah, denn sie hätte ulten können. Er spart sich die Ulti. Einfach eine Rakete rein. Okay, sehr gut. Also er ist sehr sparsam mit den Raketen, was ich nicht so verstehen kann. Boah, guck dir den Damage der Rakete an. So, rechts hat da ein Problem. Da kann man schon... Oh, ulten. Einer tot, zwei... Oh, die hat Lifesteal bekommen. Ist aber auch tot. Okay, da ist Grux gegen Grux. Mit einer Mine kannst du ihn retten. Okay, sehr gut. Achtung, Mine oder Epoch zünden. Und zack, zack, zack. Der Grux stirbt vielleicht noch. Mine.
Oh, hast du ein Luckage, ey. Das, der Grux ist überlebt. Der hat gar keinen Lebensbalken mehr. Und jetzt solltet ihr den Mid-Tower, also den mittleren Inhib safe holen und dann sofort auf den Prime turnen. Grux muss backporten und sofort an den Prime gehen. Also Grux, Bellica und Wraith müssen alle drei back. Und Howitzer sollte den Inhib holen. Weil der ist so, der ist One-Shot, der Inhib. Okay, hat wieder ein bisschen Leben regeneriert. Okay, sehr gut. Sie ist jetzt tot. Oh, nicht getroffen, leider. Rausflashen, also, ja. Der Twin Blast, die hätten ihn eigentlich haben müssen. Ich weiß nicht, warum die da nicht hinterhergehen, so wirklich. Er schießt zwei, dreimal und dann war's das. So, das Team muss sich jetzt beim Prime einfinden. Sehr gut, er hat da noch ein Ward hingestellt. Generell, das ganze Match überstellt er sehr, sehr wenig Wards. Er hat die meiste Zeit immer zwei Wards dabei. Gut, Chimera hat in der Zeit, wo die den mittleren Inhib gepusht haben, den letzten kleinen Fangtooth gemacht. Auch sehr nices Play von Chimera in der Zeit. Sehr, sehr gut gemacht. Und yo. Ich weiß nicht, ob Megacosm so wirklich ein gutes Item war in diesem Bild. Ich hätte wahrscheinlich eher ein Tainted Scepter gebaut. Also, warum würde ich in dieser Runde keinen Megacosm bauen? Wahrscheinlich hat er sich ein Bild online angeguckt. Warum würde ich aber keinen Megacosm bauen? Was macht Megacosm? Megacosm zieht den Leuten, also macht Schaden anhand der maximalen Leben der Gegner. Oh, Waschmaschine ist fertig. Meine Uhr klingelt gerade. Megacosm macht Schaden anhand der maximalen Leben der Gegner. Und wenn die Gegner der hat ja zwei passive Stats. Ich muss ein bisschen ausholen, ja? Damit ich das für Laien auch erkläre, sag ich mal. Der hat zwei passive Stats. Einmal macht der Schaden anhand der maximalen Leben. Also je mehr maximale Leben jemand hat, desto mehr Schaden macht er das. Und das ist nicht die momentanen Leben, sondern so viel, wie du maximal haben kannst. Bei dem Howitzer kann man jetzt hier schlecht lesen, sind es 1824, sind das seine maximalen Leben. So, und dann gibt es noch den zweiten Stat. Das macht Schaden anhand der maximalen Bonusleben. Das bedeutet, je mehr jemand Bonusleben gebaut hat, also durch Items zum Beispiel, desto mehr Schaden macht das nochmal obendrauf. Das bedeutet, dieses Item macht, wenn jemand ganz wenig Leben hat, wenig maximale Leben, macht das nicht so viel Schaden. Sollte aber jemand viele maximale Leben haben, dann macht das ganz viel Schaden. Ja? Und jetzt haben wir, wenn wir uns das mal angucken, haben wir ein Team, was aus vier Squishies und ein Semi-Tank besteht. Also ich schätze mal, Grux wird Leben gebaut haben, ein bisschen. Und vielleicht auch die Cerith auch. Countess, maybe baby, aber wahrscheinlich eher nicht. Und die beiden auch eher wahrscheinlich nicht. Sollten nicht so wirklich Bruiser, Tanks, was auch immer für Leute im Team sein, die viele Leben haben, würde ich nicht unbedingt Megacosm bauen. Es sei denn, es gibt keine mega gesunde Alternative. In dieser Runde gibt es aber eine sehr, sehr gesunde Alternative zu Megacosm. Und zwar wäre das Tainted Scepter gewesen. Warum? Tainted Scepter reduziert die Heilung der Gegner um 40%. Und also, dass sie sich 40% weniger heilen können. Und außerdem macht es, wenn man alle paar Sekunden macht es nochmal extra Damage. Also gibt einem auf jeden Fall nochmal einen extra Damage Boost. Und das bedeutet, dass wir die Heilung von denen reduzieren können. Wenn wir uns jetzt die mal angucken. Faze hat Heilung. Ja, sie wird safe Heilung bauen auf ihrer, als Items. Und sie hat natürlich auch die Heilung in ihrem Kit drin. Das heißt, sie heilt den Twin Blast und wen auch immer sie angeleint hat. Und sich selber. Countess hat Lifesteal schon in ihrem passiven Kit eingebaut. Das heißt, Countess muss man auf jeden Fall reduzieren, die Heilung. Dann haben wir Cerith. Cerith baut normalerweise auch einen Kingsbane und, oder andere Items. Oder einen, was haben wir? Einen, wie heißt diese rote Axt? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Das baut die zum Beispiel auch. Und da ist auch Heilung drauf. So. Und Grux hat auch Heilung. Das heißt, die haben vier Charaktere mit Twin Blast, der angeleint ist. Fünf Charaktere, die sich alle hochheilen. Deswegen wäre Tainted Scepter als drittes Item meiner Meinung nach die komplett richtige Wahl gewesen, um deren Heilung zu reduzieren und eben noch Bonus-Damage einfach zu machen. Das macht ja auch nicht wenig Schaden, so ein Tainted Scepter, ne? Wäre auf jeden Fall die bessere Wahl in dieser Runde gewesen als ein Megacosm. Genau. Und jetzt geht er auf die Krone. Die ist natürlich geil, weil die haut ordentlichen Boost-Damage raus. Das ist sehr, sehr fresh. Pakete hinterher. Q. So, sehr gut. Twin Blast ist tot. So, da hinten haben wir noch eine Cerith. Ich sehe halt jetzt die Builds der Gegner nicht. Er hat kein einziges Mal in den letzten paar Minuten auf die Q gedrückt, sodass wir sehen können, was die bauen. Und ich kann jetzt hier leider auch nicht nachgucken.
Aber das wäre ganz gut, wenn er da öfter nachschauen würde. Und das ist auch das Ding, warum ich euch immer sage, baut nicht einfach Builds aus dem Internet und sagt, ja, okay, ich baue jetzt eben das da, sondern lernt wirklich die Items. Spielt mal eine Lane eine ganze Zeit. Ich könnte jetzt nicht euch hinsetzen und zu Hause das ausdrucken auf Karteikarten und dann euch auswendig lernen, was für Items es gibt. Aber erstens habe ich in meiner Predecessor Guides Playliste hier auf YouTube eine Videoreihe, wo ich alle Items erkläre. Also ich erkläre zum Beispiel alle Magier-Items in einem Video, ich erkläre alle ADC-Items und je nachdem, welche Rolle ihr spielt, schaut euch mal ein Video an davon. Wenn ihr jetzt sagt, ich will jetzt zum Beispiel ADC üben, dann schaut euch das ADC-Item-Video an, weil da erkläre ich alle Items im Detail, welches Item für welche Situation gut ist. Das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst, weil dann wisst ihr auch, aha, der Gegner baut jetzt Heilung. Welche Optionen habe ich, Items zu bauen, die gegen Heilung sind? Aha, der Gegner baut physische Rüstung. Muss ich dann Durchdringung bauen? Der Gegner baut physische Rüstung und Leben. Ja, es gibt für jede Art zu bauen eine Counterart, was zu bauen. Und das ist eben das Beste. Und wenn du jetzt eben stumpf einfach hier so ein Bild aus dem Internet nachbaust, ich meine, er hat Howitzer jetzt 5-mal gespielt, der wird sich mit Howitzer nicht so gut auskennen. Aber nichtsdestotrotz, wenn er die Items kennen würde, dann ist ja egal, weil er muss nicht Howitzer wissen, kennen, um zu wissen, dass ein Tainted Scepter bei 5 Heilern auf jeden Fall ein Must-Have ist. Ne? Sowas, so. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache, die einen sehr nach vorne bringt im Predecessor, wenn man eben Counterbuilds kann. Ich meine, er hat keine Ahnung, wie viel Kills, 17-2 steht er aktuell, den juckt es nicht mehr, ob der jetzt einen Megakosm hat oder sonst was. Das ist bei ihm ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber nichtsdestotrotz kann man da eben noch ein bisschen was rausholen. Und gerade wenn man halt behind ist, dann ist es halt super wichtig. Jetzt an der Stelle nochmal, liebe Leute, wenn er jetzt in die Luft fliegt, auch für alle, die Howitzer zocken. Wenn er jetzt hier in die Luft fliegt, ich mach mal Play. Oh, jetzt bin ich nochmal 10 Sekunden zurück. Oh, nee. Moment. So, jetzt hier Play. Wenn er jetzt da in die Luft fliegt, hat er jetzt seine komplette Ultimate auf den gegnerischen Grux gefeuert, der sich dann auch heilen konnte. Ich glaube durch die Heilung von FaZe. Ja, FaZe macht ihre Heilungsquest. So, und jetzt hätte er hier stehen bleiben müssen und hätte seine Q in der Luft gedrückt halten können und könnte fliegen. Weil was passiert denn jetzt, wenn er runterfällt? Er fällt genau auf Grux und Countess und das will er eigentlich vermeiden. Eigentlich hätte ich jetzt mit der Rakete gezielt den Grux getroffen und hätte dann vielleicht Stase gedrückt, weil wir sehen ja von hinten kommen Bellica und Grux aus dem Team, ja? Ich hätte dann jetzt, ich wäre in der Luft stehen geblieben, um eben nicht runterfallen zu müssen. So, die Seraph geht vorne rein. Er hält zum Glück viel aus, weil er eben auch ein hohes Level hat. Level 13. Das ist sehr, sehr gut. Da ist er rausgeflasht und hat Stase benutzt. Sehr gut. Wraith killt sie. Er hätte da auch seine Mine hinwerfen können. Aber nice, hat alles gut funktioniert. Und top. Die Gegner sind tot. Jetzt sollten die an den Prime gehen. Oder die rechte... Ich weiß nicht, sie probieren zu finishen. Ich wäre jetzt an den Prime gegangen. Weil haben oder... Haben ist besser als brauchen. Es pinkt, also der Grux pinkt auch Orb Prime. Er pinkt auch 500 Mal Prime angreifen. Aber das Team hört nicht auf ihn. Und das ist der zweithäufigste Fehler, den ich sehe, liebe Zuschauer. Dass solche Situationen nicht ausgenutzt werden. Wie wir jetzt hier sehen, das Video geht noch ein paar Minuten. Diese Runde geht noch ein paar Minuten. Und ich verstehe nicht, warum sie pushen. In 14 Sekunden ist FaZe wieder da. In 15 Sekunden ist Seraph wieder da, dann sind die zu dritt und die schaffen es ja wohl nicht in 15 Sekunden. Da kommen die vielleicht bis vor zum Chor, aber die haben ja auch keine Minions und gar nichts. Der Grux ist gerade der einzige aus dem Team, der schaltet, dass man jetzt an den Prime gehen müsste. Und selbst jetzt an den Prime zu gehen, sagen wir, die hätten vor 3 Sekunden angefangen oder sowas, wären es immer noch nur 17 Sekunden oder hier 18 Sekunden, bis die wieder spawnen und zum Prime gehen. Das heißt, es ist sowieso eine knappe Kiste schon. Und ich meine, das Team ist relativ weit, ja, relativ weit vorne. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt Zeit, die man verschwendet. Der Grux hat hier an der Stelle den richtigen Call gemacht und das Team ist ihm nicht gefolgt. Das sind so Dinger, wenn alle tot sind, überlegt nicht, was ihr macht. Gehen wir noch pushen, machen wir dies, das. Ihr müsst sofort ans nächste Objective gehen. Am besten das, was am nächsten ist und das, was am meisten Sinn macht. Wenn jetzt der Fang up wäre, würde ich den Fang wahrscheinlich nicht machen, weil ihr habt schon 3. Das heißt, ihr bekommt keinen dauerhaften Bonus mehr. Und ihr seid ja eher weit vorne. Das heißt, ihr wollt ja eigentlich Tower einreißen. Das heißt, der Prime wäre das wichtigere Objective gewesen, weil der gibt euch eben einen Bonus an Structure Damage. Ihr könnt eure Minions verstärken. Ihr könnt eben den Inhib einreißen. Und das ist das, was ihr wollt. Ihr wollt ja nicht, keine Ahnung, noch mehr Kills machen, weil es bringt, ihr könnt so viele Kills haben, wie ihr wollt. Wenn am Ende, wenn ihr das Game nicht
abgeschlossen habt, bevor das Gegnerteam auch Level 18 und Fullbild ist, dann könnt ihr 99 Kills haben und das Gegnerteam einen. Wenn alle am Ende Level 18 sind und Fullbild sind, dann ist es scheißegal, was vorher passiert ist. Es sind alle gleich stark. Ja? Das heißt, im Late Game, wenn alle Max Level sind und alle ihre Items gekauft haben, dann sind alle Teams gleich stark. Und dann ist scheißegal, wer vorhin die meisten Kills gemacht hat, am besten gefarmt hat und so weiter. Diesen Advantage, den man hat, indem man Kills macht und mehr Farm bekommt als den Gegner, den muss man benutzen, um das Spiel zu gewinnen, bevor das gegnerische Team aufholen konnte. Weil wenn du in einem defensiven oder in einer im Disadvantage bist, dass wenn du von behind spielst und du aufholen musst, dann willst du eigentlich das Game so lange rauszögern, bis du auch Fullbild bist, um dann später die Kämpfe leicht zu gewinnen. Und eine Sache, die ich dazu noch erklären muss. Stellt euch mal vor, einer ist im Gegnerteam. Der ist schon Level 18 oder sagen wir, der ist Level 16 und der killt euch die ganze Zeit und der ist übel strong. Dann irgendwann ist er Level 17 und irgendwann ist er Level 18. Und dann irgendwann, wenn er Level 18 ist, dann ist er Fullbild und dann killt er euch die ganze Zeit. Und dann, wenn ab dem Moment, wo diese Person Level 18 ist und Fullbild, dann kann er nicht mehr stärker werden. Er kann sich vielleicht noch einen Tonic kaufen, jo. Aber er kann nicht mehr stärker werden. Er kann sich nicht noch bessere Items kaufen. Er kann sich auch nicht ein sechstes, ein siebtes Item kaufen. Er hat dann 5 volle Item-Slots. Und egal, wie viele Kills er noch macht, egal, wie viele Erfahrungspunkte er sammelt, er wird nicht mehr stärker werden. Und das ist der Moment, an dem diese Person nicht anfängt, stärker zu werden, sondern effektiv gesehen wird diese Person schwächer. Weil, sagen wir, der Gegner ist Level hier, der ist Level 18. Also, sagen wir, er wächst, das eine Team ist das hier und das andere Team ist das hier. Und der eine wächst viel, viel schneller. So, und dann irgendwann bleibt er auf dieser Stelle hier stehen und dann passiert nichts mehr, während das andere Team aber aufholt langsam. Das andere Team kommt dann irgendwann ran, bis die beide auf derselben Stelle stehen. Das bedeutet, die Level 18er Person wird schwächer, weil das andere Team stärker wird. Der Gap zwischen den beiden wird ja immer kleiner, ja? Wird immer kleiner, bis aufgeholt wird. Das bedeutet, je länger man braucht, um das Game zu finishen, desto eher steigt die Chance, dass es noch ein Comeback gibt und dass man verliert. Und das ist auch der Grund, warum viele Anfänger immer direkt aufgeben wollen ab Minute 10, 15, weil sie denken, das Game ist verloren, aber ihr müsst ja nur bis Minute 30, sage ich mal, aushalten und das Game nicht verlieren. Ja, weil man muss nur bis Minute 30 ungefähr nicht verlieren. Und ab Minute 30, jetzt mal so grob über den Daumen gepeilt, ist das Game winnable danach. Also versucht einfach, das Game nicht zu verlieren. Das ist alles, was ihr tun müsst. Farmt einfach, gebt den Gegnern, die können 20 Raptors haben. Es ist am Ende scheißegal, solange ihr auch Fullbild werdet. Das ist die einzige Sache, die ihr machen müsst. Holt euren eigenen Jungle, holt all eure Minions, die ihr bekommen könnt. Versucht keine Minions irgendwo wegzulassen. Wardet euren eigenen Jungle. Vielleicht haben wir irgendwann mal ein Gameplay, was das zeigt, wo man von behind spielt. Also, ja, wenn ihr übrigens noch Gameplays habt oder sowas, schickt mir die sehr, sehr gerne zu. Ich brauche auf jeden Fall neue Gameplays, am besten abgefilmt mit OBS oder irgend sowas. Gibt ja auch Tools, womit man das filmen kann. Gibt's, glaube ich, auf PlayStation, kann man das dann nicht auch irgendwie filmen? I don't know, geht da bestimmt, glaube ich, auch. Also, wenn ihr Tools habt, um euer Gameplay zu filmen, ist natürlich am besten. Okay, ist einfach mal das Bild schwarz geworden. Aber ja, wenn ihr nur den Replay-Code habt, ist das auch okay. Könnt ihr mir auch schicken. Aber ich brauche auf jeden Fall neue. Die alten, die ihr mir geschickt hattet, die funktionieren leider nicht mehr. Aber ich kann halt auch nicht jede Woche 30 von diesen Gameplays aufnehmen, weil die, wie ihr seht, brauchen die halt eine ganze Stunde. I don't know, was hier jetzt abgeht. Merkt euch mal, 2614. Ich refresh einfach mal. So, 2614. So. Ich hoffe, es geht jetzt. Naja, dann mache ich einfach nochmal Werbung. Unten in den Kommentaren findet ihr einen Discord-Link. Und auf diesem Discord finden sich jeden Tag ganz, ganz viele Leute, die Predecessor spielen und die immer, also deutschsprachige natürlich, und die immer auf der Suche nach Mitspielern sind und die auch täglich zocken. Also, falls ihr auch Mitspieler seid oder sucht, dann kommt auf jeden Fall auf den Discord und spielt mit den anderen Jungs mit. Das sind alles nette Kerle. Da sind sehr, sehr viele Anfänger dabei, seit der Open Beta natürlich. Aber es sind auch erfahrene Spieler und man kann ja auch fragen, hey, welche Elo bist du? Ich suche Leute ab Platin, ich suche Leute ab Diamond. Keine Ahnung, welche Elo ihr halt seid. Nee, trifft's nicht mehr. Jo. Okay.
So, die haben jetzt im Prime, die sollten jetzt rechts und links pushen. Das Ding ist, ihr habt genug Zeit. Also ihr habt noch locker 2 Minuten im Prime. Ja, nee, 2 Minuten nicht mehr, aber ihr habt ja 2 Minuten im Prime. Einer, am besten der Grux, sollte jetzt auf die linke Lane gehen. Ihr verliert jetzt nämlich euren T2 gerade. Der T2 wird zu 100% weg sein. Jo, da kommt noch eine nächste Wave dazu. Also der T2 von euch ist weg. Der Grux, auch sehr schlecht gespielt vom Grux. Er spawnt und geht direkt zu seinem Red Buff, anstatt dass er... Also der Red Buff ist niemals so viel wert, wie diese ganze Wave, die hier ist. Niemals kompensiert der Red Buff. Der gibt dir, keine Ahnung, 100 Gold oder so ein Scheiß. Und diese ganze Wave, Alter, das gibt so viel Geld. Und euer Team braucht ja jetzt jemanden, der die linke Lane pusht, um den letzten Inhib zu bekommen. Also entweder ist es so, dass ihr jetzt den Inhib hier bekommt, rechts. 2 von denen sind tot, ihr seid jetzt 4 gegen 3 und ihr killt die alle und finisht. Oder ihr könnt nicht finishen, weil die anderen wieder schnell gespawnt sind und müsst den linken Inhib wahrscheinlich auch noch down machen. Das heißt, die Aufgabe, die Grux an der Stelle hatte, weil er eigentlich jetzt gespawnt ist, ist links den Farm zu holen und mit dem Wraith, der jetzt auch gleich spawnt, die linke Lane zu pushen, den T2 zu holen und dann den linken Inhib zu bekommen. Und was eure Aufgabe ist, ich würde jetzt hier den Tower kaputt machen und mich dann an den Spawn der gegnerischen Minions auf der linken Lane stellen und die Minions kaputt machen, damit das schneller geht zum linken Inhib zu kommen, weil der Prime läuft ja irgendwann aus. Ja, der hält ja auch nicht ewig. So. Und warum gehst du jetzt nach hinten? Mach doch Damage auf den... auf den Dings drauf. Oh, leider nicht getroffen. Warum macht keiner Damage auf den Tower? Finde ich ein bisschen schade, dass da keiner hingeht und den Tower angreift. Und jetzt zieht ihr euch komplett zurück. Fehlentscheidung meiner Meinung nach. Warum zieht ihr euch zurück? Und jetzt... ich würde auf keinen Fall backen. Ja, du willst dein Item haben. Weiß ich. Aber es waren 2 Gegner tot. Und ihr habt Prime. Warum geht ihr? Ihr habt den Prime nur 2 Minuten. Jetzt habt ihr schon weniger als die Hälfte. Warum geht ihr jetzt back und lasst den Prime verstreichen? Das verstehe ich nicht. Warum macht ihr das? Okay. Also meiner Meinung nach ein bisschen Fail an der Stelle. Jetzt ist der mittlere Inhib auch wieder da. Also ihr hättet den rechten Inhib holen müssen, den mittleren Inhib holen. Und dann, wie gesagt, an den linken Inhib gehen, sobald der Wraith mit der Wave da ankommt. Jetzt fightet ihr wahrscheinlich nochmal gegen den Raptor. Das Game hätte schon längst vorbei sein können, aber ihr irgendwie habt ihr keine Lust, es zu beenden. I don't know. Wir gucken mal. Warum lässt du den River Buff da stehen? Also mit River Buffs, die sind ein bisschen, die sind unsichtbar für ihn. Also nee, verstehe ich nicht. Warum lässt du den River Buff da stehen? Jetzt kommt die Seraph dahin und holt den sich. Und es kann jetzt einfach schneller laufen als sie alle. Also weiß ich nicht. Muss das? Okay. Da ist Seraph. Rakete. Oh. Sehr gut. Die ist schon mal tot. Warum ist sie in die Gegner reingelaufen? Verstehe ich nicht. Mit deiner Q könntest du das Schild von der Countess wegmachen. Oh, die hat ein bisschen getrollt. Der Grux hätte ihn jetzt ziehen müssen. Aber die müssen jetzt deffen. Die müssen auf jeden Fall ihren Kern deffen. Deswegen gucken, dass sie nicht backporten können. Da ist der... Jetzt Stase, 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 Stase. Warum macht er keine Stase? Ja, okay. Als der Grux ihn angegriffen hat, wir gehen mal zurück. Als der Grux ihn angegriffen hat, hätte er Stase zünden müssen. Warum? Weil der Grux hat seine Ultimate gezogen. In seiner Ultimate ist er für ein paar Sekunden sehr, sehr stark und kann sich auch sehr, sehr schnell heilen. Das bedeutet, du willst eigentlich, dass er möglichst lange in seiner Ultimate ist, ohne was machen zu können. Wenn du in der Stase bist, hast du schon mal 2 oder 2,5 Sekunden, in denen du nicht angegriffen werden kannst. So, zweite Sache wäre gewesen, du hättest auch in die Luft fliegen können mit deiner Ultimate und dann Stase in der Luft machen, weil das Problem ist, wenn du unten auf dem Boden bist und deine Stase ist gerade ausgelaufen, dann passiert natürlich das Ding, dass du predictable angegriffen werden kannst. Du kommst aus der Stase raus und die hauen all den CC drauf, was sie halt haben. Das bedeutet, in der Stase musst du dich eigentlich in einer besseren Situation befinden als danach, indem dein Team eben nachrückt. So, ich weiß nicht, warum YouTube jetzt nicht laden will. Okay. So. Okay, also er hier, hätte hier Ultimate machen müssen. Aber er wird jetzt... Ja, Countess hat ihn angesprungen und hat ihn gekillt an der Stelle.
So, und die beiden machen da den großen Raptor, während die anderen da hinten fighten. Das ist halt auch nicht gut. Also die sind da immer noch am Raptor dran. Ich sehe zwar nicht, wie viel Leben der jetzt hat. Finde ich auch blöd, dass man nicht sieht, wie viel Leben der... Oh, da kam kein Rechtsklick leider mehr hinterher. Okay, die haben das Ding. Ja, okay, die sind jetzt tot und das dürfte der Finish sein. Passt schon. Fimblas kommt, aber das Team, das gegnerische Team spielt auch nicht gut zusammen. Die schicken sich alle einzeln irgendwo rein. Und Wraith holt den Quadra-Kill. Sehr, sehr nice. So, du kannst deine Fähigkeit noch leveln, lieber Doc Fenrir. Und die versuchen jetzt zu finishen, indem sie... Also eigentlich müssten sie es finishen können über die Midlane. Okay. Okay, er ist AFK. Jo, also bis sie spawnen, 4 Sekunden, 3, 2, 1, 0, das war's. Triggert mich, dass du deine Fähigkeit nicht gelevelt hast. Sowas triggert mich immer. Okay. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr nice. Also von den Kills war es natürlich Chocuzel. Welche drei Learnings? Was sind die drei Key-Learnings, die wir aus diesem wunderbaren Gameplay hier mitnehmen? Alter, 15-0, das war jetzt Destroyung. 16-6, holy shit. Was sind die drei Learnings? Erstes Learning, würde ich sagen, du benutzt deine Rakete viel zu selten. Du musst die viel weiter raushauen, viel öfter benutzen. Zweitens, die Rotations von eurem Team hätten besser sein müssen beim Prime und so weiter. Also ihr hättet das Game schon viel, viel früher beenden können. Genau. Drittens, kann man jetzt sich so ein paar Plätze teilen. Meiner Meinung nach, das Item hätte man tauschen können, wie gesagt. Das wäre hier eigentlich nicht nötig gewesen, in dieser Runde zumindest. Weil wenn wir jetzt mal hier das Bild angucken, der hier hat auch Heilung gebaut, sogar noch mit eigener Heilung mit King Spain. Sie hat relativ wenig Leben. Also die hat eigentlich auch gar keine Leben gebaut. Sie hat auch noch mal Heilung gebaut und keine Leben gebaut. Und er hat Leben gebaut natürlich. Also hier ist Leben drauf. Ich glaube, Stonewall ist auch noch Leben drauf und hier hat er auch noch Leben gebaut. Also die haben nur einen einzigen, die Leben gebaut haben. Und wenn wir hier mal schauen, dann haben wir sogar ihn hier mit Anti-Leben, also mit Life-Thread, sage ich jetzt einfach mal, dass die Leben von dem gegnerischen Grux gekillt werden können. Ja, ansonsten eher nicht so viel. Also ja, der Grux wäre so der einzige gewesen, der dann vielleicht ein bisschen tanky geworden wäre. Aber ja, also das Item hättest du auf jeden Fall tauschen können. Und mehr Wards stellen, besser die Flashes bzw. die Stase einsetzen. Das sind so die Hauptkriterien, die ich da nehmen wollen würde, die ich da sagen würde. Ja, gut. Wenn ihr mir Gameplay schicken wollt, am besten schickt ihr mir das nicht so wirklich privat, weil der eine schickt es mir auf Instagram, der andere schickt es mir in Discord privat, der dritte postet es unter das Video. Es gibt auf meinem Discord einen Channel. Der Discord-Link ist unten in der Videobeschreibung. Und der Channel heißt, ich zeige euch den, da geht ihr auf den, also das ist der Predator Prime Discord. So sieht der aus. Und da gibt es hier einen Channel, der heißt Pred Review. Und da könnt ihr dann euren Code einfach rein posten. Meine Kamera sitzt davor. So. Ja, also der heißt hier Pred Review. Guck mal, hier sind schon wieder Leute, die alle zocken. Könnt ihr einfach mitmachen. Könnt auch hier in den Suche Spieler Talk gehen. Ihr könnt hier in Suche Spieler reinschreiben. Hey, hat jemand Bock, Pred zu spielen? Und da sind immer Leute, die sich finden. Und es sind auch Leute in meinem Talk, also hier werden schon wieder drei Leute. Und genau, dann postet ihr einfach euren Code hier rein und am besten schreibt ihr, wie ihr heißt in-game und was es für eine Runde war. Sagt ihr zum Beispiel, hey, ich habe Countess im Jungle gespielt, ich bin der und der, gebt mir gerne Feedback. Und dann kann ich das hier einfach abhaken und es geht auf jeden Fall nicht verloren, ja. Das wäre auf jeden Fall cool von euch. Und hier verlinke ich euch jetzt noch die anderen Gameplays. Das ist einmal Rigdor im Jungle gewesen. Auch, da kann man auch sehr, sehr viel lernen vom Angry Bird. Und hier, da die andere Folge ist, ein Stil auf der Offlane. Das war auch ein sehr interessantes Gameplay vom Uptracks. Guckt ihr euch auch auf jeden Fall noch an. Da könnt ihr sehr, sehr viel lernen bestimmt. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Bis dahin, stay pam und ciao.